Dies ist das drittgrößte Eisfeld der Erde, das sich auf Landmassen erhebt. Der Gletscher Widmar befindet sich in Argentinien im südlichen Patagonien und die Region verändert sich. So sah laut Wissenschaftlern das Gebiet vor circa 80 Jahren aus und so stellt es sich heute dar. Forscher und Umweltschützer warnen, dass die Eismassen in 60 Jahren komplett verschwunden sein könnten. Man sieht einen sehr deutlichen Rückgang der Gletscher in dieser Region. Während der vergangenen 20 Jahre, seit wir diese Prozesse genau studieren, haben die Gletscher etwa 10-20% ihrer Eismasse verloren. Das differiert je nach Region. Mit dieser Geschwindigkeit, also wenn die Tendenzen sich fortsetzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Eisfeld, das wir hier sehen, bald vollständig verschwunden ist. Die Beobachter gehen davon aus, dass der Widmar-Gletscher in den vergangenen 80 Jahren bereits einen Kilometer kürzer geworden ist. Sie betrachten die Gletscher als eine Art Weltthermometer, weil diese sehr empfindlich auf Klimaveränderungen reagieren. Der Klimabericht der Vereinten Nationen hatte erklärt, dass die Meeresspiegel in den nächsten 90 Jahren etwa einen halben Meter steigen dürften. Als Hauptursache gilt die globale Erwärmung aufgrund der Nutzung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas.